In diesem Video werden wir uns mit dem Vergleich zweier Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschäftigen. Dazu sehen wir uns das Grundkompetenzbeispiel Vergleich zweier Wahrscheinlichkeitsverteilungen an. Ihr findet es unter Aufgabenpool.at unter der Aufgabennummer 1-635. Betrachten wir zunächst einmal die grafischen Darstellungen. Angegeben ist, dass in diesen Diagrammen die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Zufallsvariablen x und y dargestellt sind. Im linken Diagramm seht ihr, dass die y-Achse mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x einen bestimmten Wert k annimmt, beschriftet ist. Auf der x-Achse findet ihr den Wert k, den die Zufallsvariable annehmen kann. In diesem Fall sind das die Werte 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das bedeutet, es handelt sich um eine diskrete Verteilung. Im rechten Diagramm kann die Zufallsvariable ebenfalls die Werte 2 bis 8 annehmen. Auch hier haben wir eine diskrete Verteilung. Auf der y-Achse ist die Wahrscheinlichkeit angegeben, dass die Zufallsvariable y einen bestimmten Zahlenwert annimmt. Das bedeutet also, das linke Diagramm bezieht sich auf die Zufallsvariable x, das rechte Diagramm auf die Zufallsvariable y. Wie lautet nun die Aufgabenstellung? Gefragt ist, dass ihr von den 5 Aussagen die 2 korrekten ankreuzen sollt. Und wir werden uns jetzt jede einzelne Aussage näher betrachten. Beginnen wir mit der ersten Aussage. Hier geht es um die Erwartungswerte der beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen, bezeichnet mit Groß E von x und Groß E von y. Ich habe euch aus der Formelsammlung herauskopiert, wie man den Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariablen berechnet. Und ihr seht, dass hier eine Summe gebildet wird aus Produkten. Und zwar wird jeweils das Produkt aus einem Wert und der zugehörigen Wahrscheinlichkeit gebildet und mit den Produkten aus den weiteren Wert mal Wahrscheinlichkeit addiert. Kurz gefasst könnte man das auch mit so einem Summenzeichen darstellen. Wie funktioniert das nun für unser Beispiel? Beginnen wir mit dem Erwartungswert von x, e von x. Der erste Wert wäre der Wert 2. x1 ist also 2. Die zugehörige Wahrscheinlichkeit lesen wir hier an der y-Achse ab. Sie hätte den Zahlenwert 0,05. Damit hätten wir in der Formel x1 mal p von Groß X ist x1 erledigt. Jetzt kommt ein Plus. Wir summieren jetzt die Produkte und wir nehmen den zweiten Wert 3. Und lesen an der y-Achse die zugehörige Wahrscheinlichkeit 0,1 ab. Das würde diesem Teil der Formel entsprechen. So machen wir jetzt weiter. Es kommt wieder ein Plus. Dann haben wir den Wert 4 mal der zugehörigen Wahrscheinlichkeit hier 0,2. Plus den Wert 5 mal der Wahrscheinlichkeit 0,3. Plus 6 mal 0,2. Plus der Wert 7 mal 0,1 plus 8 mal 0,05. Addiert man das, bekommt man den Wert 5. Analog geht man vor, wenn man e von y berechnet. Wir hätten 2 mal 0,1 plus 3 mal 0,2 plus 4 mal 0,15 plus 5 mal 0,1 plus 6 mal 0,15 plus 7 mal 0,2 plus 8 mal 0,1. Und wenn man das ausrechnet, bekommt man den Erwartungswert e von y ebenfalls von 5. Das heißt, die erste Aussage ist korrekt. Jetzt könnte man theoretisch diese Aussage auch überprüfen, ohne eine Berechnung durchzuführen. Denn der Erwartungswert ist das, was man im Durchschnitt auf lange Sicht im Mittel erwartet. Und wenn ihr euch die Verteilungen anschaut, dann seht ihr, dass das symmetrische Verteilungen sind und symmetrisch rund um den Erwartungswert 5. Das heißt, eigentlich hätte man diese Aufgabe auch ohne eine Berechnung rein durch Betrachtung der Grafik lösen können. Sehen wir uns die nächste Aussage an. Hier geht es um die Standardabweichung. Rufen wir uns noch einmal in Erinnerung, dass die Standardabweichung ein Maß dafür ist, wie weit die Werte im Durchschnitt vom Erwartungswert abweichen. Jetzt haben wir hier
Ich kennzeichne es noch einmal, jeweils den Erwartungswert 5. Und je mehr Werte sich rund um diesen Erwartungswert bzw. in der Nähe des Erwartungswertes befinden, desto geringer ist die Standardabweichung. Jetzt sehen wir hier ganz eindeutig, dass in der linken Grafik mehr Werte in der Nähe des Erwartungswertes sind als in der rechten Grafik. Hier sind die Werte, für die sich weiter weg vom Erwartungswert befinden, die haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit. Aus diesem Grund ist die Aussage falsch. Eigentlich müsste man hier das Vorzeichen, also das Ungleichheitszeichen, ändern. Schauen wir uns nun die dritte Aussage an. Hier geht es um die Wahrscheinlichkeiten. Und zwar in den Fall, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner gleich 3 annimmt für x, kleiner als die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Zufallsvariable y einen Wert kleiner gleich 3 annimmt. Nun, was gehört da alles dazu? Kleiner gleich 3 bedeutet, es gehört der Wert, die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Wert 2 annimmt, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Wert 3 annimmt, dazu. Und dasselbe gilt für y. Jetzt sehen wir schon in der grafischen Darstellung, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten für die Zufallsvariable x eindeutig kleiner ist als für die Zufallsvariable y. Und zwar, wenn wir das addieren würden, wäre das hier den Wert 2, hätte die Wahrscheinlichkeit 0,05. Der Wert 3 hätte die Wahrscheinlichkeit 0,1. Und das ist eindeutig kleiner, als wenn wir hier bei y ablesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 2 annimmt, ist 0,1. Und dass sie den Wert 3 annimmt, wäre 0,2. Und 0,15 ist eindeutig kleiner als 0,3. Daher ist das eine korrekte Aussage. Wäre das jetzt die zentrale Reifeprüfung, wärt ihr schon fertig. Wir werden allerdings noch besprechen, warum die nachfolgenden Aussagen nicht korrekt sind. So, betrachten wir die nächste Aufgabenstellung. Hier sollen zwei Wahrscheinlichkeiten verglichen werden. Und zwar geht es darum, ob die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x größer gleich 3 und kleiner gleich 7 ist, kleiner als die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Zufallsvariable y größer gleich 3 und kleiner gleich 7 ist. Markieren wir zunächst einmal die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in den grafischen Darstellungen. Es gehört einmal die Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Zufallsvariable x die Werte 3, 4, 5, 6 und 7 annimmt. Und dass die Zufallsvariable y die Werte 3, 4, 5, 6 und 7 annimmt. Nun habt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr diese Wahrscheinlichkeiten berechnen könnt. Entweder ihr addiert die Einzelwahrscheinlichkeiten, also den Wert für 3, 4, 5, 6 und 7. Das wäre in dem Fall 0,1 plus für den Wert 4 0,2 plus für den Wert 5 0,3. Für den Wert 6 wiederum 0,2 und für den Wert 7 0,1. Und das soll kleiner sein als die entsprechende Wahrscheinlichkeit für die Zufallsvariable y. Hier möchte ich zeigen, wie ihr anders vorgehen könntet. Und zwar ist es in diesem Fall fast schneller, das Gegenereignis zu berechnen. Das Gegenereignis wäre, die Wahrscheinlichkeit für den Wert 2 und den Wert 8 zu addieren und von 1 zu subtrahieren. Also 1 minus 2 mal den Wert 0,1. Auch so könnte man das Ganze lösen. Dann bekommen wir auf der linken Seite 0,9, soll kleiner sein als 0,8. Und das ist eine falsche Aussage. Daher ist die entsprechende Aussage nicht korrekt. So, sehen wir uns nun die letzte Teilaufgabe an. Hier geht es darum zu beurteilen, ob die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable höchstens den Wert 5 annimmt, einen Wert von 0,3 hat. Auch hier markiere ich wieder die dazugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Höchstens 5 bedeutet, die Zufallsvariable hat den Wert 2, 3, 4 oder 5. Und wir erhalten die entsprechende Wahrscheinlichkeit, indem wir die Einzelwahrscheinlichkeiten addieren, die wir hier an der y-Achse ablesen können.
Für den Wert 2 haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,05. Für den Wert 3 die Wahrscheinlichkeit 0,1. Für den Wert 4 der Zufallsvariablen 0,2. Und für den Wert 5 der Zufallsvariablen die Wahrscheinlichkeit 0,3. Addiert man diese Werte, bekommt man einen Wert von 0,65 und somit haben wir hier eindeutig eine falsche Aussage.